Hallo und herzlich willkommen bei App Service. Heute geht es um die Kontakte-App. Die ist schon vorinstalliert und die ist relativ übersichtlich. Wie ihr eben schon sehen konntet, geht die natürlich auch im Querformat. Das ist sehr schön. In diese Richtung auch. Ich weiß nicht, so rum, glaube ich nicht. Nein, ist auch nicht nötig. Und auf jeden Fall sehr cool, dass es funktioniert. Ich habe jetzt mal als Beispiel einen Kontakt hinzugefügt. Den können wir direkt ansehen. Ich habe jetzt natürlich nur meinen Vornamen reingeschrieben. Beispiel, Telefonnummern. Hier kann man ja, ziemlich viele Informationen speichern. Das zeige ich euch gleich noch. Hier habe ich jetzt verschiedene Sachen mal eingefügt. Man kann direkt diese Nummern per FaceTime anrufen. Ja, das geht jetzt neuerdings auch per ja, WLAN. Und man kann den Kontakt per E-Mail senden. Man kann diesen Kontakt zu Favoriten hinzufügen, beziehungsweise eine Nummer davon oder eine E-Mail-Adresse, damit man dann in den Favoriten schneller darauf zugreifen kann. Und dann kann man natürlich noch den kompletten Kontakt bearbeiten. Das geht relativ gut im Querformat, weil dann die Tastatur größer ist und so lässt sich das besser machen. Man kann hier eine Firma noch hinzufügen, wenn man das möchte. Man kann ein Foto aufnehmen oder aus dem Ordner direkt auswählen. Das mache ich jetzt mal nicht. Man kann relativ viele Nummern hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt eine iPhone-Nummer noch hinzufügen würde, könnte ich dann noch eine weitere Nummer hinzufügen. Moment, bearbeiten. Ich kann jetzt hier noch eine Nummer Arbeit oder was. Ich kann jetzt auch hier drauf drücken, kann dann auch andere auswählen. Also hier geht wirklich relativ viel. So viel brauche ich eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich relativ viel, was man hier einspeichern kann. Man kann auch ziemlich viele E-Mail-Adressen einspeichern, dann kann man auch mehrere Felder hinzufügen. Ich habe jetzt hier mal die ja, Info-Mail-Adresse von App Service genommen. Und man kann hier noch einen Klingelton auswählen, das heißt, wenn mich dieser Kontakt anruft, soll ein anderer Klingelton ertönen. Standardmäßig ist der standardmäßige dann ausgewählt, also der Marimba-Klingelton. Und so kann man das eben ändern. Dann kann man noch Homepage und eine private URL einfügen, natürlich auch wieder mal viel mehr. Da kann man dann auch eigene Etiketten hinzufügen, das kann man dann benennen, zum Beispiel was nennen wir denn mal? Zu Hause E-Mail. Und ja, jetzt haben wir hier zu Hause E-Mail, können dann hier eine E-Mail-Adresse bla 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 @sh.com. Und ja, so einfach geht es. Es ist wirklich sehr schön. Da kann man dann ganz viele Kontakte hinzufügen. Ist wirklich richtig cool. Was kann man noch machen? Irgendwas ging noch. Man kann eine neue Adresse hinzufügen. Also Wohnort und so weiter. Und ein eigenes Feld, das habe ich ja eben schon gezeigt. Das kann man aber hier noch selber nochmal welcher auswählen. Geburtstag kann man hinzufügen. Irgendein Datum, eine Message. Position, Abteilung und eine Notiz, das ist auch sehr schön. Also kann man wirklich relativ viel machen und man kann eben auch eigene Felder, die man selber benennt, einfügen. Also da hat man wirklich die Möglichkeit, seine Kreativität freien Lauf zu lassen und das ist wirklich sehr schön. Viel mehr gibt es über die App schon gar nicht, das war's schon. Man kann natürlich dann auch direkt, wie ich eben schon gezeigt habe, hier die Nummern anrufen, wenn man drauf tippt. Und ja, da versuchst du dann über FaceTime anzurufen, weil ich habe ja kein iPhone. Und da steht jetzt FaceTime fehlgeschlagen. Und in den Einstellungen können wir mal gucken. Da gibt es von den Kontakten nichts mehr. Doch, hier gibt es was bei Mail, Kontakte und Kalender. Und bei Kontakte können wir einstellen, wie es die Sachen sortieren soll, also ob zuerst der Vorname oder zuerst der Nachname sortiert werden soll und wie das dann angezeigt wird, also zuerst der Vor- oder zuerst der Nachname. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt das hier ändern würde, Nach- und Vorname, dann wird zum Beispiel jetzt erst ganz oben die Namen stehen, die mit Nachnamen quasi mit A beginnen und die wird es aber trotzdem erst als Vorname anzeigen. Das heißt, da steht dann erst der Vorname und dann der Nachname. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt soweit verstanden. Ist sehr schön, dass man das so einstellen kann. Man kann sie nicht selber sortieren, dafür gibt es dann die Favoriten, wo man die hinzufügen kann. So, das war's schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ja, was lernen können.
Die App ist sehr cool, ist natürlich schon vorinstalliert und so hat man seine Kontakte schön im Überblick. Ich habe jetzt meine noch nicht hinzugefügt, aber das werde ich eventuell noch machen. Und auf jeden Fall eine schöne App. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!